Ja, hallo und willkommen zurück. Wir haben Tag 31. Neue Fähigkeitspunkte haben wir noch nicht, aber wir wollen heute die große Trainerrunde machen, denn alle Händler füllen ihre Inventare wieder auf. Das heißt, wir werden alle vier Händler heute besuchen. Bevor wir das machen, werden wir aber unser Feld hier nochmal erweitern. Ich habe ja in der Nacht ein paar neue Farmplots gecraftet und die werden wir jetzt hier auf dem Dach erstmal unterbringen. So, machen wir das wie hier auf der anderen Seite. Einfach hier unten die Reihe mit Frames rein und dann kommen da die Farmplots drauf. Dann haben wir es auch ebenerdig. Ja, und ich glaube, diese Reihe hier muss auch weg. So, soweit, so gut. Dann haben wir hier noch eine zweite Feldfläche. Die vorhandenen können wir mal ernten. So, und dann können wir uns ja in der nächsten Nacht mal darum kümmern, dass wir hier auch diese Seite noch bepflanzen. Okay, soweit, so gut. Ich habe hier übrigens die Leiter in der Nacht gebaut. Endlich geschafft, diesen einen Steg hier wegzuschlagen. So, dann nehmen wir unsere Sachen zum Verkaufen mit. Laden mal schnell das Bike hier voll. Und dann brechen wir auf zum ersten Trader. Ich würde sagen, im Westen. Oder eigentlich können wir auch bei unserem Trader hier anfangen. Denn es ist ja schon 6 Uhr durch. Können wir auch gleich hier beginnen. Zuckerhintern, sehr gut. Welcome, Survivor. Feel free to look around. So, nimmst du noch den Rest? So, alles wollte er nicht haben. Hier haben wir so viele Schuhe von demselben Typ gehabt, aber die werden wir bei den anderen Tradern sicherlich noch los. Schauen wir mal, was er hier in seinem Inventar im Angebot hat. Geschossspitzen wären hier. Das ist schon das Zeug, das wir ihm verkauft haben. Geheimstash. Ein bisschen Munition. Oh, der glückliche Sammlerbuch. Finde mehr Nahrung in Beute. Nehmen wir mit. Level 3 Magnum. Weiß nicht, ob die dann besser ist als die Desert Vulture. Vermutlich aber nicht. Gratitude. And Gut. safe travels, friend. So, dann werden wir jetzt nach Westen aufbrechen in diese Stadt. Hier wäre auch noch eine Quest und das ist, wie es aussieht, das Wasserwerk. Wir haben einen Tag vor der nächsten Horde. Das heißt, wir werden wahrscheinlich nicht so viel Zeit haben heute, weil wir ja die Base noch umbauen wollen. Wird alles sowieso schon sehr eng. Warum ist denn hier ein Vogel? Wir sind doch nicht in der Wüste. What the fuck? Muss ich nicht verstehen. So, was hast du denn anzubieten? Schießpulver. Munition und Patronenhülsen. Noch mehr Munition? Okay. Sind wir im Geheimvorrat? High Noon Buch, was wir noch nicht kennen. Reichweite mit 9 mm Waffen ist 20% erhöht. Okay. Nehmen wir mit. Und mehr hast du leider nicht.
gratitude and safe travels, friend. Ja, dann auf Richtung Osten zurück. Ach übrigens, wer sich noch an letzte Folge erinnern kann und aufgepasst hat, der wird wissen, ich habe oben zwei Kisten stehen gelassen. Das ist mir beim Verarbeiten der Folge aufgefallen. Wüsste ich jetzt nicht, was dagegen spricht, dass wir uns die jetzt mal eben holen. Wer macht sowas? Wer lässt die hier stehen? Na. Da hätten wir einiges verpasst, wenn wir die nicht mitgenommen hätten. So, was sagt eigentlich das Benzin? 35%, komm, nehmen wir die Autos hier mit. Dann haben wir auch wieder genug Benzin. Er gönnt uns das Benzin nicht. Warum gönnt er nicht? Augenschmaus nehmen wir natürlich mit. Ah, da steht er, unser Lieblingstrader. So, was hast du denn im Angebot? Schießpulver. Wow. Das war's? Ist ja absolut gar nichts. Das ist sehr enttäuschend. Können wir nur hoffen, dass Jen irgendwas für uns hat. So, wo ist sie denn? Hier ist übrigens noch eine Stufe 3 Abholen-Quest. Mal die schnell machen. Schauen wir mal, was es für ein Haus ist. Ja, wir können ja schnell mal durch dieses Haus hier durch. Dann packe ich ein paar Sachen ins Bike. Dann holen wir uns gleich den Hauptloot und benutzen den Augenschmaus dafür. Lassen wir hier das meiste aus, rennen einfach durch. Kleiner Speedrun. Was? Kein Zombie? Hallo? Ah, da. Wir müssen ja gar nicht alle Zombies killen, wir müssen ja nur die Tasche finden. Und dann holen wir uns halt, wie gesagt, noch das Hauptloot und ja, soll dann auch reichen. Wir haben ja noch einiges zu tun heute, bis noch zu Jen und dann müssen wir noch die Basis umbauen. Ich habe da ein bisschen größere Umbauarbeiten vor. Insofern. Hier, Schießpulver. Ah, den nehmen wir mal auch mit. Hier war noch nicht ein einziger Feral-Zombie dabei. Als ob ich irgendwie negativ gelevelt habe. Was haben wir denn für ein Game Stage? Das ist schon 98. Oh, eine Glücksbrille. Aber die haben wir schon. Oder ist die besser? Oh, die ist sogar besser. Alles klar. Das können wir scrappen. Gehen wir weiter. Jo, Soldat. Oh, das war's und immer noch kein Feral dabei. Wo ist denn die Tasche? Muss irgendwie in die Richtung sein. Na, muss ich mir gleich holen. Ach, jetzt hätte ich schon wieder den Augenschmaus vergessen. Upsi. Blöd.
Noch vierer Schraubenschlüssel. Können wir gleich Jen verkaufen. So, schauen wir uns die Kisten an. Sechser Schlagring und ein Vorschlaghammer, cool. Was haben wir hier? Noch ein Schmelztiegel, eine Vierer Schaufel. Uff, ein Bauplan, den wir noch nicht kennen, der uns aber nichts bringt. Munition, ein Sechser Messer, okay. Den hier können wir scrappen. Den Rest nehmen wir mit. Bisschen Munition und das war's dann, oder? Ja, sieht so aus. Okay. Ach so, wir haben ja die Tasche noch gar nicht. Ist die hier runter? Nee, ist sie nicht. Ach, hallo, Biker. Na gut, wenn wir jetzt den Augenschmaus drin haben, dann können wir auch noch ein paar Sachen hier looten. Das lohnt sich ja dann vielleicht sogar. Krabbelt irgendwo ein Kriecher rum. Wo ist der? Da. Ja, gut. Ist hier eigentlich noch irgendwo ein Safe oder so? Oder irgendwas versteckt? Hier ist ein Rucksack. Ja, das nützt uns auch alles nichts. Okay. Nee, nicht okay. Wir haben ja immer noch nicht die Tasche. Alter, was ist mit mir los? Ich bin lost. Sein Urgroßvater, ey. Ach, hier. Alter. So, auf zu Trader Jen. Oder wollen wir noch schnell die Quest abgeben? Guck mal, die war von ihm her. Da können wir sie auch gleich abgeben. Die nachfolgenden Sendungen verzögern sich um wenige Minuten. Machen Sie sich keine Sorgen, alles ist unter Kontrolle. Crunch. Eine Feueraxt. Oh, der verkauft sich besser. Jo, dann gib mal eine neue Quest her. Was haben wir denn hier? Osten, Osten? Oder im Süden was abholen, säubern? Das ist auch Waterworks. Ich habe keinen Bock, hier ständig ins Waterworks zu gehen. Beseitige Zombies im Osten. Was haben wir hier? Church. Jo. Geil. Ist das Ding. Ey. Ich schmeiß das Leder raus und das kickt den weg mit der Eisenrüstung bis da hinten hin. Komme ich jetzt auch nicht mehr ran, ne? Blöd. Ist das ein Abfuck? Ja gut, fahren wir endlich zu Jen. Die Arme wartet schon auf uns. Seit dem Mittagessen wartet sie auf uns, hat bestimmt extra für uns gekocht und sitzt da jetzt und wartet. Was soll man machen? Was soll man machen? So, haben wir irgendwas dabei, was wir ihr verkaufen wollen? Ja, einiges. Schmaus hat sie auch. Felstertrümmerer nehme ich auch mit. If you got the dukes, I'll make the time. Die Quest von dir könnten wir auch mal mitnehmen. Machen wir doch mal 1,4 Kilometer You Süden. look like you could handle yourself. Das ist schon wieder Wanna earn some points? Waterworks. I'd be glad to Leute. take my commission. Ja, Nordwesten, aber ich will nicht noch weiter in den Nordwesten. Was ist denn hier im I need Westen? someone who's willing Das ist auch to Church. get their hand. I have a Alles good klar, machen feeling wir about das. you. So, jetzt Good back luck. to business. Verkaufen wir ihr mal so ein bisschen was. Gut, dann hoffe
Hoffentlich hast du wenigstens was im Angebot. Munition hast du schon mal? What? Oh, unser ganzes Geld ist im Bike. So, jetzt aber. Munition. Her damit. Noch mehr Munition. Noch mehr Munition. Schießpulver haben wir auch. Hier ist nichts Interessantes. Ein Geheimvorrat, was? Ja, hier ist noch ein großer Coop-Buch. Lerne Zeitzünder zu fertigen. Ja. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Oh, Schlagmannbuch. Yes. Verursache 10% mehr Schaden mit Knüppeln. Ehre. Danke, hat sich gelohnt. So, lesen wir die Bücher. Und dann, was machen wir? Wir haben es jetzt um 18 Uhr. Nee, wir müssen zurück, sonst schaffen wir das mit der Base-Erweiterung nicht mehr. Puh, wo ist denn die Zeit heute hin? Oh, kommt sie durch. Es sind 0% im Tank. Du schaffst das. Wow. Punktlandung. Alles klar. Sprachen lernen, Bubble. Greifen wir uns ein paar Materialien. Hier ist Beton. Hier ist noch mehr Beton. Und Pflastersteine. Hier ist Stahl und Eisen. Ich werde mal sehen, ob wir vielleicht ein paar Stahlgerüstblöcke machen können. Oh ja, aber so viel brauche ich gar nicht. Mach mal 200. Und dann nehmen wir uns ein paar mit. Ich brauche gar nicht so viel. So, nehmen wir uns von hier noch ein bisschen Eisen mit. Und wir hatten dann noch diesen Geschützturm gecraftet, nicht wahr? Ja, hier. Und dann brauche ich vielleicht noch so eine Elektrokabelverschaltung. Benzin brauchen wir, um das Motorrad wieder aufzutanken. Die Heuballen wollten wir noch hinlegen. Ja, müsste doch erstmal reichen. Wir brauchen außerdem zwei Türen. Ich würde mal zwei Eisentüren hier craften. So, dann können die schon mal sich bauen. Dann nehmen wir hier die 44 Stahlgerüstblöcke mit. Die sollten jetzt erstmal reichen. Achso, ich muss das Bike noch auftanken. Dann gehen wir rüber. Wir werden heute auf keinen Fall alles schaffen. Mir fehlen auch noch ein paar Teile. Ich muss noch ein paar elektrische Geräte bauen. Das werde ich in der Nacht machen. Und dann machen wir morgen halt einfach den Rest. Ich will heute nur erstmal alles vorbereiten, soweit es geht. Und zwar werden wir erstmal hier eine Treppe ranbauen. So, gibt es hier überhaupt ein Treppenshape? Hier gibt es gar kein Treppenshape, oder? Ah, dann nehmen wir eine Rampe, das macht nichts. So, stabilisieren wir das hier noch. So, der Mist hier kommt weg. Genauso wie diese Kabelrohre, Leitung oder was auch immer das hier sein soll, das stört nur. So, dann wollte ich hier quasi zumachen, bis auf die Öffnung für die Türen. Ah, die Stahlgerüstblöcke reichen knapp nicht. Dann nehmen wir hier den Rest mit Holz. Dann graden wir das komplett ab. Oh, und setzen wir die Türen ein. Und rüsten die noch gleich auf.
So, und dann dürfte das so sein, dass wenn die hier hochkommen, ach so, wir müssen den hier natürlich dann gleich noch abbauen, beziehungsweise zubauen. Und dann ist das hier der einzige Weg nach oben. Dann werden die sich erstmal hier an dieser Tür auslassen und wir können da oben stehen und Granaten erstmal raufwerfen. Früher oder später werden die hier durchkommen. Und dann gehen wir zu unserer alten Methode über und machen hier ein bisschen Melee-Action. So, das können wir auch gleich mal alles reparieren. So, gibt es hier was zu reparieren? Jo. Ah, und auch die Blöcke hier, die haben ziemlich was abbekommen diesmal. Und hier kommen gerade ein paar Zombies hoch. Hallo. Ah, das ist ein bisschen blöd mit der Spitzhacke jetzt. Würde ich dann einfach morgen mit dem Erdbohrer machen. Dann kommen wir morgen nochmal her mit dem Erdbohrer und reißen die ganze Treppe hier weg und machen das einfach glatt zu. Ich kann ja hier schon mal ein paar Blöcke hinsetzen. Dann haben wir morgen nicht mehr ganz so viel zu tun. Hä? Was ist das denn? Das macht überhaupt keinen Sinn von der Textur her. Ja, was auch immer. Okay, dann hatte ich noch den Geschützturm und die Verlängerungsschnur sozusagen. Dann würde ich das jetzt so machen, dass der Generator auf die Seite kommt und dann würde ich diese Verlängerungsschnur benutzen. Oh, machen wir die doch einfach hier ran. Generator hier hin. Werkzeug müsste ja auch hier sein, genau. Und dann wollen wir den Geschützturm aufs Dach stellen. Tja, ist nicht ganz so einfach zu sagen, wo der am besten hin soll. Ich würde jetzt mal den einfach hier hinstellen, quasi hier auf diese Ecke. Bisschen erhöht. Ach so, wir müssen den erst verbinden, bevor wir die Ausrichtung machen können. Gut, machen wir das. Oh, da reicht mein Kabel nicht, da muss ich das mal anders machen. Mal gleich gucken, ob das hier klappt mit der Tür. Findet die den Weg? Jawohl. Okay, genau so wollte ich es haben. Oh, die ist ja offen. Ich muss irgendwie zusehen, dass ich hier aufs Dach komme. Baue ich mir hier noch eine Leiter ran. Ja, genau so passt es. Dann müsste das auch mit der Verbindung klappen, weil der andere Weg, der ist scheinbar für das Kabel einfach zu lang. Da bricht er dann die Verbindung ab. Zack. Machen wir es auf dem Weg. Insgesamt müsste die Reichweite eigentlich passen. Hoch. Ja, okay, der ist verbunden. Schalten wir den kurz ein, dann können wir die Ausrichtung machen. Und jetzt habe ich ein gebrochenes Bein. Geil. Und nehmen wir uns gleich Munition mit, wenn wir schon mal hier sind. War das denn? So, das sieht doch gut aus. Also die Geier, die werden entweder hier runterballern oder die werden hier runterballern, je nachdem, wo wir stehen. Das heißt, ich mach's mal so mittig. Bisschen nach oben. Will ja nicht, dass der nach unten schießt. Das müsste so passen.
So, da müssen wir uns nur für morgen merken. Das hier noch zumachen. Hier werden wir noch Elektrozaunpfosten irgendwie platzieren, sodass die hier auf dieser Rampe möglichst aufgehalten werden. Spätestens vor der Tür hier. Ich werde mal vier Elektrozaunpfosten bauen, damit das sich aufgeht. Die Heuballen könnte ich hier noch hinlegen, auch wenn sie jetzt nicht mehr so wichtig sind. So, das sollte passen. Und wir könnten hier noch die zweite Stufe machen bei den Ecken. Ja. So, das soll es jetzt aber auch gewesen sein für heute. Es ist ja schon fast 2 Uhr, ey. Ich hoffe, die Folge ist heute nicht zu lang gezogen, wobei wir sind viel so herumgefahren. Das müsste dann mit den Schnitten und den Zeitraffern eigentlich noch passen. Ja gut, dann werde ich jetzt das Loot sortieren. Bisschen, was wir heute gesammelt haben. War ja nicht allzu viel Looting heute, aber ein bisschen haben wir ja doch erbeutet. Morgen müssen wir dran denken, die Hotbase fertig zu bauen. Das werden wir gleich morgen früh machen. Ja, und dann werden wir ein bisschen looten, vielleicht eine Quest machen und dann kommt ja auch schon die nächste Horde Nummer 8. Dann bedanke ich mich fürs Zugucken. Hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like oder Abo da, würde mich sehr freuen. Und dann bin ich mal raus für heute. Lasst es euch gut gehen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.